Liebe Freunde, die Bundestagsfraktion hier in Berlin, insbesondere der Arbeitskreis Landwirtschaft und Ernährung, hat heute meinen lieben Parteifreund Dr. Hartwig Kurt zu Gast. Dr. Hartwig Kurt kommt aus meinem Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte und ist Mitglied des dortigen Kreistages. Dr. Kurt beschäftigt sich schon seit längerem, auch aufgrund seines Lebenslaufes, intensiv mit dem Wolf. Die Wiedereinwanderung des Wolfes in Nord- und Ostdeutschland bringt viele Konfliktpotenziale mit sich. Insofern freue ich mich, dass Dr. Kurt von sich aus die Initiative ergriffen hat und eine Broschüre über den Wolf angefertigt hat. Die Übergabe heute dieser Broschüre an den Vorsitzenden des Arbeitskreises Landwirtschaft und Ernährung, Stefan Protschka, stellt, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel dar, wie die Vernetzung zwischen kommunalpolitischer Arbeit und Bundestagsarbeit funktioniert. Ich darf dich, lieber Hartwig, ganz kurz bitten, zum Inhalt der Broschüre zwei, drei Worte zu sagen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch. Und vor euch steht also ein Ossi-Bauer. Als Ossi-Bauer hat man schon viel erlebt, vor allen Dingen, wenn man so in meinem Alter ist. Ich glaube, das Schlimmste war 1961 der sozialistische Frühling, als wir quasi enteignet wurden. Und ich war einer von denen, eigentlich der Einzige in unserem Dorf, der nach der Wende wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut hat. Aber ich habe damals niemals daran gedacht, dass einmal Wölfe meine Existenz gefährden. Daran habe ich niemals gedacht und ich glaube auch kaum jemand anders. Aber es ist leider inzwischen so weit gekommen. Ich bewirtschafte einen Nebenerwerbsbetrieb mit 120 Hektar Grünland und einer Mutterkuhherde und das in einem Naturparkgebiet, Nossentiner Schwinzer Heide. Und wir sind quasi von Wölfen umzingelt. Wir hatten in der Vorwoche, in dieser Woche wieder in unmittelbarer Nachbarschaft Wolfsrisse. Und insgesamt ist die Situation halt so, dass die Landwirte, die mit dem Wolf zu tun haben, schon den Glauben an die Politik, an die Landwirtschaftspolitik längst verloren haben. Und es besteht Handlungsbedarf. Und da ich über viele Jahre mich damit beschäftigt habe, kam ich auf den Gedanken, mal alles, was ich so zusammengetragen habe, in eine Broschüre festzuhalten. Und inzwischen haben einige Bauern diese Broschüre gelesen, dafür habe ich sie eigentlich auch geschrieben, um sie zu ermuntern, etwas dagegen zu tun. Und wie in allen Dingen müssen wir ja aufklären, weil es auch ein sehr emotionales Thema ist. Aber es kann nicht so weitergehen, wir haben schon viele Schäfer verloren und es sind also ganz viele Widersprüche, die sich ergeben durch die Wolfshaltung, auch mit den grünen Politikern, die das so forcieren. Ja. Insofern hoffe ich natürlich, dass nicht nur die Bauern das verstehen, was hier drin steht, sondern auch die Politiker. Und deshalb, Herr Protschka, wollte ich Ihnen heute diese Broschüre übergeben. Und ich hoffe, dass sie in Ihrer Arbeit Ihnen hilfreich ist und stehen auch weiterhin gerne zur Verfügung, wenn es um den Wolf geht. Super, genau. Dankeschön. Das freut mich sehr, weil wie Sie ja selbst wissen, meine, Sie sind ja selbst aktiv für uns, ist ja die AfD die einzige Fraktion, die noch ganz klar zur deutschen Landwirtschaft steht, auch zur Ernährungssicherung steht. Und der Wolf ist ein sehr, sehr großes Thema, aber den kann man leider aufgrund der grünen Wildtierromantik nicht ansprechen, weil es dann zu extremen Emotionen führt. Aber ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich werde es in mich aufziehen, aufnehmen, den Inhalt der Broschüre, und wir werden es dann selbstverständlich in die Arbeit mit einfließen lassen. Und wir werden, Sie haben es ja selbst gesagt, man darf man noch, auch selbstverständlich Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn wir weitere Fragen haben und wenn wir weitere Unterstützung zu dem Thema brauchen. Also in dem Sinne, ja, zuerst einmal Dankeschön und ja, weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Nebenerwerb bei 120 ja, Hektar. Ich komme aus Bayern, das ist ein Vollzeiterwerb. Ich gebe den Betrieb gerade an meinen Sohn. Also, weiterhin noch viel Erfolg mit ja, Ihrer Arbeit als ja, Landwirt. Ja. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Lieber Hartwig, du siehst, dass solche Arbeiten, wie du sie hier sozusagen ja aus Eigeninitiative heraus gemacht hast, sehr viel Anklang findet bei uns, weil es eben nicht sozusagen ideologische Parteipolitik darstellt, sondern wirklich Sachpolitik. Und ich selbst bin ja auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss mhm, für Landwirtschaft. Und ich glaube, Stefan, dass wir hier wirklich etwas in die Hand bekommen haben, was uns bei der fachpolitischen Fragestellung um den Wolf sehr viel weiterbringt.
Lieber Hartwig, ein kleines Geschenk, weil du heute hier den weiten Weg aus Mecklenburg hierher gefunden hast. Ein kleines Geschenk von uns. Und ich darf dir sagen, du bist immer gerne und herzlich willkommen, sowohl in der Bundestagsfraktion als Ganzen, als auch im Arbeitskreis Landwirtschaft und Ernährung. Vielen Dank, komm gut nach Hause und bis demnächst. Gerne. Dankeschön.